Ja, es gibt Neues von Homedic IP, genauer gesagt von der Firma EQ3, die ja der Hersteller von Homedic IP sind. Und zwar gibt es die Home Control Unit. Die wurde ja eigentlich schon im Frühjahr vorgestellt, aber da gab es noch keine großen Details. Und ja, jetzt sind ein paar weitere Infos bekannt. So wird die am 16. September erhältlich sein oder ab dem 16. September. Ab dem 6.9. kann man die sich auf der IFA auch schon mal anschauen. Da wird sie nämlich präsentiert. Ja, was ist das Besondere an dem Teil? Ich würde sagen, die große Überschrift ist Online und Offline. Man kann das Teil also sowohl online als auch offline betreiben, lässt ja immer die große Kluft zwischen Homedic IP Access Point und der CCU3 war, die ja auch Homedic IP-Geräte bedienen konnte. Im Prinzip kann man sich halt jetzt hier aussuchen, möchte man eine Cloud-Lösung oder eine rein lokale. In jedem Fall kann man wohl aber auch immer lokal mit dem Teil kommunizieren, was ja beim Access Point schon nicht ging. Ich würde sagen, wir schauen uns aber erstmal ja die Anschlüsse an. Und ja, von oben haben wir hier irgendwie so einen Button, ein paar LEDs und unten haben wir zweimal USB-A, die Stromversorgung und einen Netzwerkport. Der Netzwerkport ist ja meines Erachtens ein bisschen ungünstig angebracht, weil wenn wir uns mal anschauen, wie das mitgelieferte Kabel aussieht, dann ist das so 90 Grad abgeknickt und wo findet man schon mal so ein Kabel, wenn man es irgendwie mal einen Meter länger braucht? Sicherlich nicht daheim in der Kiste, wo man eh Netzwerkkabel hat, sondern da muss man wieder ein spezielles kaufen oder ein extra dünnes oder so. Also das finde ich ein bisschen nicht gut gelungen, auch bei den USB-Sachen. Wo sollen die hin? Also ja, wenn ich einen längeren USB-Stick habe, schwierig. Naja, ein USB-Stick ist aber scheinbar mit dabei und Stromversorgung über einen DC-Hohlstecker, der hätte es wahrscheinlich auch USB-C eigentlich getan. Naja, gut, also wie gesagt, in Schwarz und in Weiß gibt es das Ganze. So sieht das dann nochmal in Schwarz aus. Und dann gucken wir mal weiter. Bestehende Systeme können nämlich umgezogen werden. Sprich, wenn man eine CCU3 hat, kann man dort ja alle Geräte wohl relativ einfach umziehen auf die Home Control Unit. Man kann aber auch sagen, nee, ich möchte die CCU3 als Schnittstelle anbinden und alle Geräte laufen dann weiterhin auf der CCU3 und somit erhalte ich mir die Möglichkeit, Skripte dort auszuführen, was nämlich auf der Home Control Unit nicht geht, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch anders umgesetzt wird. Stichwort Automation oder sowas. Also wahrscheinlich eher etwas ähnlicher wie im Homedic IP-Universum. Ja, schauen wir vielleicht nochmal hier auf die Features. Wir haben also, wie schon besprochen, Online- und Offline-Modus. Wie ist hier die Erklärung? Naja, im Online-Modus kann man sozusagen alles machen, also sprich von überall aus steuern. Ich habe also ja, eine Cloud-Verbindung. Ich kann also mit meiner App dann, anders als bei der CCU, jedoch so wie bei Homedic IP bisher, meine Geräte von überall aus steuern. Kann auch Amazon Alexa und Google Assistant anbinden. Es gibt automatische Firmware-Updates, also alles cool. Im Offline-Modus habe ich aber die Möglichkeit, im Prinzip, manche Leute mögen ja einfach keine Cloud-Lösungen. Ich bin dann also nicht online, ich habe dann aber auch kein Alexa, kein Google Assistant. Ich hätte eigentlich haben können HomeKit, aber dazu kommen wir später dann nochmal. Naja, Automatisierungen, alle Befehle und so weiter werden aber offline trotzdem ausgeführt, also anders als bisher bei Homedic IP, beim Access Point, kann man also jetzt wohl Routinen und so weiter, Automatisierungen lokal auch ausführen. Also willkommen in 2024, sage ich da mal. Gut, intelligentes Energiemonitoring, wie schon gesagt, diese EE-Bus-Schnittstelle nach Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz kann ich dann hier also Wärmepumpen, Klimaanlagen, Wallboxen, PV-Anlagen und so weiter anbinden, Wohnraumlüftungen und so weiter, um da irgendwie ein Energiemanagement machen zu lassen. Auch wieder cool, nach einem zukünftigen Software-Update werden Sie EE-Bus-integrierte Geräte steuern können. Naja, also das ist mal wieder so ein Versprechen. Ich sage nur Netatmo, wer weiß, ob das dann auch kommt. Ich würde immer empfehlen, Geräte nur mit dem Funktionsumfang zu kaufen, wie sie praktisch verkauft werden und nicht zu hoffen, dass da noch was nachkommt, sondern also man richtet sich darauf ein, was da eben verkauft wird. Ja, 350 Geräte, gehen wir auch gleich noch später nochmal drauf ein. Verschlüsselte Kommunikation ist eigentlich wie bisher und die Bedienung Homedic IP App, die bleibt auch. Schauen wir uns mal das Thema Anwendungen an. Im Prinzip wird hier ja beworben, zentrales Steuerelement ist die Home Control Unit, aber andere Elemente sind dann die App, die CCU3 und der Wired Access Point. Denn man kann
leider an diese Home Control Unit keine Homematic Classic Geräte anbinden, beziehungsweise nicht direkt, sondern man braucht weiterhin die CCU3, die kann man dann aber an die Home Control Unit anbinden. Naja, sage ich dazu mal. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre es einfach cool gewesen, wenn man diesen Funkchip da noch mit eingebaut hätte. Vor allem, wenn ihr gleich den Preis sehen werdet, werdet ihr das wahrscheinlich auch denken. Ja, der Wired Access Point, ich glaube, der muss halt einfach extern sein, weil er ja in der Verteilung irgendwie sitzt. Das ist vielleicht noch okay, weil da gibt es ja dann noch ein Bussystem und so weiter. Also das kann ich noch verstehen, aber Homematic Classic, naja. Weiter jetzt zum Thema Anwendungen. Gucken wir uns doch mal an. Integration von Philips Hue-Lampen in Ihr Smart Home. Das ist natürlich sehr nett. Das ging ja bisher auch in Anführungszeichen mit Homematic IP, / mit der CCU, aber auch eher schlecht als recht. Also wir sind in 2024. Ich weiß nicht, wenn das 2018 gekommen wäre, hätte ich es cool gefunden. Jetzt muss ich sagen, wo jeder einen I.O. Broker oder Home Assistant hat, ist es ganz nett, aber naja, wer weiß auch, wie gut das umgesetzt ist. Bisher bei Homematic IP war es ja eher so, naja, man konnte auch nicht alle Lampen steuern, weshalb jetzt hier auch beworben wird, die Einbindung aller Lampen einer Philips Hue Bridge ist möglich. Das ist ja wirklich wunderbar und bahnbrechend, muss ich sagen. Also da andere Systeme sind da wesentlich weiter. Und so eine Philips Hue API war jetzt bisher auch nicht so der große, krasse Scheiß. Ja, was kann man denn aber noch anbinden? Also im Prinzip arbeitet man hier auf Basis von Plugins und mit Plugins möchte man dann eben weitere Systeme anbinden, wie eben Philips Hue, EasyVis Kameras kann man anbinden, DoorBird, Alexa, Google Home und so weiter. Und da setzt man eben halt auf eine Community, auf Drittanbieter und wohl wie auch immer auf sich selbst. Ich weiß nicht genau, wer am Ende diese Plugins alle entwickeln können wird. Vielleicht ist es aber auch nur EQ3. Bleibt abzuwarten und ansonsten soll es aber auch noch eine Entwickler- oder Programmierschnittstelle, also API, geben. Hoffentlich lokal und nicht über die Cloud, wie bisher bei Homematic IP, sodass man einfach vernünftig einen Home Assistant oder einen I.O. Broker eben anbinden kann. Was ist denn noch neu? Wir haben diese HCU Web, also die Web-Oberfläche der Home Control Unit, auch ganz nett. Wenn man sich mal anguckt, wie bisher die CCU3 da aufgestellt war, mit der GUI aus 1834, sieht das doch einigermaßen modern aus, was man auf diesem kleinen Screenshot eben sehen kann. Hier wird dann nochmal drauf eingegangen, dass man halt eben natürlich Netzwerkeinstellungen, statisch IP, DNS-Server und so weiter, man kann Backups fahren und so. Also es ist alles nichts Neues, es ist alles was es in der CCU irgendwie auch schon gab. Update-Verwaltung, Plugin-Management, also Plugins gab es bei der CCU auch. Online-Offline-Modus, ich sage es mal, gab es bei der CCU auch, wenn man, sage ich mal, Drittanbieter oder Entwicklungen, Integrationen von Dritten betrachtet, ging das ja irgendwie auch, dass man da Alexa und so weiter anbinden konnte und HomeKit. Schauen wir uns doch mal an, der Vergleich der verschiedenen Hardware-Units, nenne ich sie mal. Und zwar die Home Control Unit, der Access Point und die CCU3, den Wired Access Point lasse ich mal ein bisschen außen vor. Wir gucken mal kurz die Funktionen bzw. die Unterschiede uns an. Bei den Funktionen haben wir hier bei der Control Unit einen lokalen Speicher und einen Fernzugriff über Cloud. Den lokalen Speicher kennen wir von der CCU, den Fernzugriff über Cloud im Prinzip auch. Ja, wenn man da Cloudmatic oder ähnliches nutzt, kostet halt Geld, aber war auch da irgendwie möglich und ich will mal sagen, das haben sicherlich auch viele genutzt, die eine CCU hatten. Also von daher kann man das sozusagen mal in Betracht ziehen, als gab es irgendwie auch schon, zwar nicht offiziell, aber irgendwie halt dann doch. Bei Homematic IP, beim Access Point gab es bisher natürlich nur einen Cloud-Speicher, was auch immer damit Speicher gemeint ist. Naja, man kann halt seine Automationen da irgendwie ablegen und so. Okay. Wie auch immer, unterstützt werden bis zu 350 Geräte, davon 120 über Funk. Das sind exakt die 120, die auch hier beim Homematic IP Access Point unterstützt werden. Ob es dann mehr werden, wenn man einen weiteren Access Point als Gateway oder Range Extender oder sowas hinzufügt, ist ja die Sache. Unterstützt werden hier 250 Geräte bei der CCU3, wobei ich gerade nicht genau weiß, ob es da um reine Funk oder auch um Kombinationen mit Wired geht. Mischbetrieb, Funk und Wired, es sollte eigentlich klar sein, braucht halt den Wired Access Point. Ein Fernzugriff im Online-Modus, im Offline-Modus wohl nicht, ist ja klar, sonst bräuchte man irgendwie eine Cloud-Instanz, die man halt natürlich nicht hat, weil man ja offline ist. Lokaler App-Zugriff im Offline-Modus, das finde ich gut, was ja irgendwie heißt, dass wir lokal mit dem Ding sprechen können,
Aber mit der App, also da sind wir hoffentlich ein kleines Stück näher Richtung lokale Anbindung an andere Smart-Home-Systeme wie IO-Broker und Home Assistant und sowas. Ja, mehrere Installationen. Ja, okay, natürlich kann ich die. Ging ja vorher auch schon. Und Alexa und Google Assistant. Hier muss ich aber jetzt mal sagen, naja. Also, warum ist denn hier kein Apple Home dabei? Beim Access Point kann ich es verstehen, der hat ja im Prinzip nur Sachen weitergeleitet, also Funkpakete empfangen über das proprietäre Protokoll und über Ethernet ins Internet weitergeleitet. IPv6 war das ja vorher auch schon. Im Prinzip war er wirklich dumm und hat nichts weiter gemacht, außer Pakete weiterzuleiten. Hat also lokal im Netzwerk gar nicht kommuniziert mit irgendwelchen Geräten im Netzwerk, sondern es war wirklich ein reiner Umsetzer, Homematic IP-Funkprotokoll auf Ethernet. Da ist auch klar, warum man da eben kein Apple Home hat, weil man natürlich lokal nicht kommuniziert mit irgendeinem Apple TV oder irgendwelchen Geräten und Apple HomeKit eben sagt, dass man lokal kommunizieren muss und nicht über Cloud. Was auch eigentlich wirklich, wie ich finde, cool ist, weil warum muss das denn mein Zuhause verlassen, diese Kommunikation, ob ich irgendwas ein- oder ausschalten will, muss es eigentlich nicht. Kann auch lokal passieren. Selbiges mit Meta. Also ich könnte Apple HomeKit noch verkraften, wenn jetzt hier stehen würde Meta, weil das inkludiert irgendwie dann doch wieder Apple HomeKit, weil ich da ja eben meine Meta-Geräte hinzufügen kann. Und das wäre für mich irgendwie auch, war meine Hoffnung zumindest, dass das mitkommt. Kommt aber irgendwie nicht. Also was soll das? Wird das jetzt wieder über Plugins gemacht und Dritten überlassen oder verschließt man sich da? Also wer trifft diese Entscheidung? Das finde ich irgendwie sehr fragwürdig. Man könnte so schön viel mehr als Philips Hue anbinden mit viel weniger Aufwand, indem man eben die Meta-Implementierung unterstützt. Ja, am Leben vorbei, sage ich mal. EQ3, keine Ahnung, warum. Ja, gut, also Kompatibilität, Homematic IP ist klar, Homematic IP Wired ist auch klar, wenn man den Wired Access Point nutzt. Und Homematic, Sternchen 5, was heißt denn Sternchen 5? Oh, wir brauchen eine CCU3, ne? Habe ich ja vorher schon gesagt. Hätte man da nicht einfach irgendwie das Funkmodul aus der CCU3 einbauen können? Wenn man denn schon, und ich muss ich mal hier hingehen, 300 Euro für dieses Teil haben will. 300 Euro. Also die CCU3 hat 150 gekostet und war schon arschteuer. Und ich weiß auch gerade nicht, welche andere Smart Home Zentrale, wenn man sie so nennen will, denn 300 Euro kostet. Würde mich mal interessieren, was ihr denn dazu sagt. Also würdet ihr, seid ihr bereit dafür, 300 Euro auszugeben für so ein Ding? Ja, Plugins hin oder her. Aber heutzutage, wer irgendwie Bock auf Plugins hat und irgendwie mehr oder weniger unbegrenzte Integrationen haben möchte, der nutzt einen IO-Broker oder einen Home Assistant, wo es auch eine App gibt und, also wo ich mir praktisch alles bauen kann, auch mit relativ wenig Aufwand und auch relativ ansehnlich und Automatisierungen machen kann und, weiß ich jetzt gerade nicht, ob da 300 Euro so angebracht sind, aber schreibt es mal bitte in die Kommentare, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wie gesagt, also das Teil ab dem 16.09. am Start, 300 Euro. Ob es das vielleicht mal im Angebot geben wird, Black Friday oder so. Ich würde mich mal interessieren, wie gesagt, was ihr dazu sagt. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und dann bedanke ich mich fürs Zugucken und sage ciao, bis zum nächsten Mal.